So, liebe Leute, Runde 21 steht da unten. Wir sind zu Gast in Sao Paulo. Herzlich willkommen in Brasilien. Ja, weiter geht's heute mit dem vorletzten Rennwochenende oder ab heute. Und dann hoffen wir mal, dass wir hier hoffentlich noch Platz 7 zementiert bekommen, was die Team-WM betrifft. Ich denke, mehr wird nicht drin sein. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück und mit der Fahrer-WM können wir zumindest noch Platz 6 holen. Die wöchentlichen Sponsorengelder sind durch und wir machen trotz der laufenden Kosten gut Profit. Ja, wir können mal gucken, was wir noch für Sponsorings haben, die wir da reinhauen können. Hier haben wir ja Möglichkeiten, noch was zu machen. So, sortieren. Was den Zielbonus betrifft. Wir brauchen Kohle, um den Zielbonus. Okay, dann müssen wir da hoch. Brauchen wir den Holmer mit dem Team mindestens am Podiumsplatz? Okay, das wird schwierig werden. Das müssen wir in Brasilien oder Abu Dhabi hinkriegen. Jetzt haben wir hier X-förmig. Erreiche die Führungsposition. Ja, ist auch schwierig, man. Mindestens unter den 14 ab. Fahre die schnellste Runde in einer beliebigen Session. Das können wir hinkriegen. Dafür kriegen wir genug Geld. So, Zielbonus. Ja, den Zielbonus kriegen wir, die 10 Millionen, Nico, auf jeden Fall, die bekommen wir rein. Weil wir zweimal die Punkte, dann haben wir ja sogar einen Sieg drin in der Saison. Ich weiß gar nicht, wie das mit den Rivalen momentan aussieht. Moment, ich guck mal gerade. Wollen wir denn die... Wollen wir den Rivalen nennen? Übersicht? Nee. Einrichtung, Rangliste, Finanzen, Anpassung. Ja, wir müssen gucken, dass wir wieder reinkriegen, diese Kohle reinkriegen. Fahrermarkt brauchen wir gar nicht gucken momentan. Verträge haben wir ja. Montag, 30. November. Ja, müssen wir mal gucken, dass wir jetzt momentan, dass wir gucken, dass wir nächste Saison nicht ohne Fahrer dastehen, ne? Ich hoffe, dass wir den noch gekriegt bekommen nach der Saison. So, 2 Millionen haben wir mittlerweile auf dem Konto wieder. Kriege ich den irgendwie noch? Kriege ich den noch verbessert jetzt? Gerade im Moment. Kann ich den noch sogar verlängern? Das wär gut. Naja, scheinbar nicht. Egal, okay. Gehen wir trotzdem rein. Ins nächste Rennwochenende. Millionen, ja. Die Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten gut. Rennwochenende werden sie eingebaut sein. So. Reifenauswahl. Wir werden die weichere Mischung wie immer fahren und dann gehen wir rein ins nächste Rennwochenende. Ach, super. Training 1, Regen, Training 2, Regen, Rennen, Regen. Ja, super. Ist natürlich super, das Rennwochenende. Ah, gut. Ich habe ein bisschen Glück mit dem Fullbet. Müssen wir gucken, hey. Müssen wir nicht gucken. Ja, das letzte Rennen war natürlich mit USA und Mexiko nur jeweils Platz 8. Beide Rennen wären mehr drin gewesen, da bin ich mir ziemlich sicher. Vor der 12. Platz in Japan, davor 10. Platz in Russland, der 21. Platz in Singapur. Also wir müssen gucken, dass wir ein bisschen was reinbekommen in den Punkten. So, ich gucke mal gerade in die... Oh, wir können ja wieder einbauen. Ja, wir haben... Warte mal, wie sieht das mit dem Wetter... durch das Wetter... Ah, gut. Theoretisch sehen wir gerade, dass wir wieder ein bisschen bauen können. Damit hören wir mal sogar vom letzten Wochenende. Gucken wir, was die Teams WM betrifft. Also Team WM wird wahrscheinlich hoffentlich Platz 6 sein. Dann müssen wir Renault schlagen und Alpha Tauri vor allen Dingen.
Hier noch was, das soll nicht irgendwie alles runterfällt. So, und mein Ziel ist es, 7. Platz zumindest noch, was die Konstruktorswärme betrifft. Ich denke, Albon wird schwierig sein, das sind 23 Wärmepunkte. Aber schauen wir einfach mal, vielleicht noch was noch drin ist. Also 7., vielleicht 6., 7., das müssen wir gucken. Albon und Sainz müssen wir auf jeden Fall schlagen. Und Perez auch. Gut, dann gehen wir mal rein in das erste freie Training. Setup habe ich, auf geht's. Natürlich. So, ja, der verregnete Grand Prix hier in Brasilien. Some extra data during this session. Nothing you need to worry about, but as we have some new parts, we'll just confirm they're performing to spec. So, Brasilien, fangen wir mal, versuchen wir es mit dem Trocken-Setup. When you're ready, let's go. Nein, glaube ich, kann man es testen, weil im Rennen haben wir es ja auch in Trocken. Und vielleicht haben wir ein bisschen Glück. So, 29 Minuten stehen heute an. Also die ersten halbe Stunde, Entschuldigung. So. Machen wir das eher jetzt mal aus. Brasilien ist eine meiner Lieblingsstrecken. Wir haben es noch nicht unbedingt nass, aber gut, wir müssen es halt mitbekommen. So, ich hoffe, dass ich das mit meinem Lenkrad jetzt nicht mal ein bisschen in den Griff bekommen habe. Ich habe das jetzt ein bisschen mal umgesteckt auf eine andere Steckdose. Und dann hoffe ich, dass das jetzt ohne Probleme funktioniert. Dass das vor allen Dingen auch für die nächsten kommenden Rennwochenenden funktioniert. Heute ist ja Freitag, heute kein Rennen heute Abend. Es ist ja Freitag, dass ich hier raus, was das betrifft. Und ja, Sonntag ist dann, glaube ich, Niederlande. Und heute, wie gesagt, nicht. So, ohne läuft. Brasilien ist relativ kurzer Kurs. Nächste Woche, nächste Rennen ist ja Abu Dhabi. Und dann sind wir mit der Saison durch und dann gucken wir, wie sich das entwickelt. Quersteher habe ich drin auf jeden Fall, aber hoffentlich reicht das. So, Bestzeit ist jedenfalls schon mal. Gut, Kutsche, wenn kein Auto auf der Strecke ist. Wir haben eh nicht viel trocken, das ist das Qualifying und das Rennen. Das ist das dritte freie Training. Nachher auch noch. Das zweite freie Training nachher ist auch verregnet. So, ich guck mal gerade, dass ich ein bisschen. Dass ich eine gute Zeit fahren kann, wird wahrscheinlich für die Katastrophe werden. Bisschen weit rausgekommen ins Gras, also beziehungsweise klar, die Runde wird natürlich jetzt absolute Katastrophe werden. I think the track will be drying out quite soon. Mind you don't burn out your tires. Ja, ich muss hin. Dem ist im. Gut, die Strecke ist ja wieder trocken, habe ich gehört. Trocken, ja.
Scheiße, da habe ich weggerutscht. Ich glaube, das ist die gleiche Ecke, wie damals Hamilton im Qualifying sein Rennen weggeworfen hat. 2016. Und diesmal will er, wollte er nach dem ersten Sektor und bis zum ersten Sektor. Natürlich jetzt der übelste Dreher. Natürlich wird die Runde eine absolute Katastrophe werden durch diese, durch den Dreher. Und der letzte Sektor wäre sogar nochmal violett geworden. Das ist halt der Mittelsektor, wo ich dann die Zeit liegen gelassen habe. Versuche noch meine Zeit zu setzen. So, jedenfalls haben wir da eine nochmal eine Bestzeit. Ich muss ein bisschen aufpassen jetzt, dass ich hier nicht zu schnell durch die Kurven fahre. Ich war ja bewusst, dass trocken ist, aber es geht scheinbar. Wenn das im Rennen so wäre, so ist, dann die Bedingungen sind, dann ist, könnte es funktionieren. So, es wird nochmal eine neue Weltzeit werden, das ist klar. 1:20:05 irgendwie sowas. Okay, you need to come in before you run out of fuel. Pit within 21:05. Hier müssen wir aufpassen. Die haben sich ja letzte Saison Vettel und Leclerc ziemlich böse Jahre bekommen. Müssen wir gleich mal gucken, wie die Wetterbedingungen werden. Das kann sein, dass die gleich auch trocken gehen. Neun auf Inters. Ja, uns geht's eigentlich gegen Sainz und Perez und Albon. Das sind so die drei. Come in this lap, please. Box this lap. Wo ich mir driving with the pit assist disabled, auf jeden Fall geschlagen. You need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. So. When you get a chance, make sure to run some of our practice programs. They don't all need to be done in one session, but there's valuable data there to help race strategy and car development. So, ich weiß nicht, ob es lohnt, auf trocken zu gehen oder die Richtung trocken zu gehen. Wir wollen mal raus. Wir wollen natürlich die Bestzeit fahren. Das werde ich aber den schon so haben mit
fahre eine Bestzeit in irgendeiner Session. Hab ich drauf geachtet. Das ist unser Ziel. Vettel momentan auf. Was ist das? Kwiat oder was ist das von uns? Ich hab's jetzt nicht gesehen. Hey, Gasly. Ja, interessant, wie wir jetzt auch werden, wie viele Fahrerwechsel passieren werden. Ja, leichter Flügelschaden. Ich habe jetzt die Meldung von Jeff wahrscheinlich. So, momentan hat die beste Vettel 16,8. Ocon hat 16,1, der nochmal nachlegt. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. So, let's go. 15,8 in Science, der auf jeden Fall um uns herum fährt. Bestzeit Sektor 1. So, Vettel 1.15.0. Ocon 1.14.5, der die sofort gekontert bekommt. Verstappen 1.14.0. Sektor 1 ist momentan noch. Boah, Alter, da kommen sie aber schlecht, aber schön um die Kurven. So, es fehlt noch ein bisschen Zeit. Sektor 2 war ebenfalls violett. Das könnte eine neue Bestzeit werden. Und das wird wahrscheinlich eine deutliche neue Bestzeit werden. ...13,7 Sainz und da werden wir um einiges drunter leer landen und zwar eine Sekunde drunter, ein 12,7. Neue absolute Bestzeit, aber Ricciardo hat noch was dazwischen dagegen und jetzt hat er mal 12,6. Das heißt, ich versuche nochmal eine Runde zu setzen. Das auf Medium fährt der. Also der Renault. Aber ich bin auch eben durch die eine Kurve durchgeschlichen. Das hat man 12,4. Aber auch da werden wir gleich mit unserer Zeit immer drunter liegen. Wenn wir Glück haben, schaffen wir vielleicht sogar eine 11er Zeit. There's three laps of fuel remaining. 11,8 nochmal. Nicht die ganze Bestzeit, aber es hat funktioniert. 14 Minuten haben wir noch. So, violett ist sogar der erste Sektor wieder. Vielleicht schaffen wir nochmal eine Runde, dann haben wir 7 Runden insgesamt. Die Strecke ist relativ kurz. Ob es nochmal eine komplett neue Bestzeit wird, das kann passieren. Wir sind eine halbe Sekunde schneller. Es wird wahrscheinlich eine 11,2 werden.
Mit ein bisschen, Glück. Vielleicht sogar ein 11-1. Ne, 11-2. 11-2-2-5 und damit sind wir durch. Yes! Ich hoffe, dass wir das am Ende damit ins Ziel bringen können. Car repairs have set us back a little. Wohlgemerkt, ein bisschen, aber ja. Ja, klar, wir müssen ja liefern jetzt noch, ne? Wobei das in Mexiko genauso lief. Bei den Sessions her. Da sind wir nämlich relativ gut dabei gewesen. Und jetzt sind wir die Bestzeit, haben wir die Bestzeit. Yes! Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richards, Bottas und Lewis Hamilton. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Natürlich ist es eine gute Zeit, aber wie gesagt, es geht eigentlich gegen Ricciardo, Perez und Albon. Ja, Perez, Albon, Zahlen so rum. Die 7 und die 8 und die 9, die müssen wir knacken. Die müssen wir auf jeden Fall schlagen heute. Beziehungsweise dieses Wochenende, für mich heute. Weg ist mir gerade egal. Das muss ich auf jeden Fall verschönen, aber muss ich nicht unbedingt. Gucken wir mal. Ja, liebe Leute, das war das erste freie Training der Saison. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Derzeit wird viel über dieses Team geredet. Was denken Sie darüber? Ja, machen wir das so, ein bisschen Höflichkeit. Sie hatten da eine kleine Rivalität, aber es sieht aus, als wurden Sie geschlagen. Ja. Sie sind ein paar Mal an der Mauer entlang geschrammt. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip? So genau weiß ich nicht. Ich bin nur ein bisschen leicht an die Wand gekommen. Das war die Boxenausfahrt. Das war dann alles. Da habe ich mich ein bisschen verzettelt. Das muss man halt mal so sagen. Gut, Training 2. Gehen wir rein. So, los geht's heute mit Training Nummer 2. Und Brasilien wäre nicht Brasilien, wenn es nicht regnen würde. Warte mal, wird das irgendwann nochmal trocknen im Laufe der Session oder bleibt das jetzt komplett so? Gucken wir gerade. Nach 10 Minuten. Ja, dann fahren wir, dann halten wir uns die 10 Minuten offen, bis es trocken ist und gehen dann durch. So, da gehen wir mal raus. Kann man nämlich auf die Trockenreifen gehen. Da wir, denke ich mal, die Medium nicht brauchen werden. Fahren wir auf Soft. So, aufpassen ist mal nicht so der, also sehr an die Wand. Mal raus, unterstellt das ERS auf kein. So, gib ihm. Aber wie gesagt, wenn wir mehr, wahrscheinlich Fullwet und Trocken bekommen werden. Fullwet und Medium,
Hinters bekommen werden. Vielleicht sogar die Soft, also wenn wir die Medium heute nicht brauchen. Damit ist es schon mal klar. So, erste Sektor, erste Training haben wir schon mal absolvieren. Mal gucken, was das zweite Training jetzt gleich bringt. 13,8 von Verstappen momentan. So, dann gib ihm jetzt. Nehmen wir es mal mit. Wir müssen langsam Punkte, wir müssen wieder dicke Punkte holen. Eigentlich sind wir zum Liefern verdammt. Na, aber gucken. Nächste Woche haben wir noch Abu Dhabi. Heute geht's ja nach. Geht's ja, Mensch. Brasilien jetzt. Dann sind wir ja durch. Dann geht's übernächste Woche schon wieder noch in die Saison 2 mit Australien. Und dann hoffentlich mit einem neuen Motor. So. Jetzt kommen jetzt gerade ein bisschen Zeiten. Sektor 1 und 2 Medium. Schon mal lila. Mal gucken, was jetzt passiert jetzt. Der Gasly 13,7 könnten wir schlagen. Werden wir schlagen. 1,5. 2 Sekunden schneller als der Alpha Tauri. There's 4 laps of fuel remaining. Sainz auf Soft schneller als wir. Ich habe jetzt seine Zeit aber nicht gesehen. Fahrer vor mir. Sainz is ahead of you. Their best lap time is a 1:11.5. 11,5 fast von Sainz. 579, okay, ich hätte da gucken. Ja, dann werden wir nochmal die Dürren jetzt nochmal drunter kommen. Und nochmal eine neue Version F2. Ich habe übelst viel Spaß an der Strecke, ich mag sie, wirklich. Aber der Sainz, der knackt mir die Zeit als 0 von ihm im McLaren. Sektor 2 sagt violett, das könnte nochmal eine Zeit werden. Ja, es wird eine neue Bestzeit werden. Wenn jetzt nicht die Zeit rapide abfällt, sollte das eigentlich ohne Probleme eine neue Bestzeit werden. Über eine halbe Sekunde schneller. Gemein. Kontakt. Nächste Bestzeit. 10,7 von uns. You're nearly out of fuel. Almost out of fuel. You need to pit within the next 2 laps. So, vor uns ist jetzt. Was kann ich, das ist ein Alpha Tauri jedenfalls. Fiat oder Gasly! Da haben wir schön quer steht raus drin gehabt. Da haben wir ausbeschleunigen.
Box this lap, please. Box this lap. So. Vier Runden nochmal durch. So. We have a number of programs to run during these practice sessions. You can check the details in the car monitor. We'll get good data for both the race and factory teams, so they're well worth running. If you want to know specific information or make certain changes to the car during a pit stop, you can tell me what you want over the radio. Press so, the radio button to activate the system, and you can either speak the command or select it manually from the radio screen that will appear on the multifunction display. While the radio is active, cycle through command groups with the MFD button. Momentan kommt da keiner wirklich ran an unsere Zeiten. Wir fahren sie jetzt wirklich regelmäßig auf, wir müssen sie jetzt auf so fahren. Ich will dieses Ding lieber von heute nach Hause fahren. So, dann haben wir das auch durch. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Richards, Sainz und Lando Norris. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Ja, damit sind wir da auch durch mit dem zweiten freien Training. Wir gehen direkt rein ins dritte. Und das bleibt komplett trocken. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Das ist somit so ziemlich die einzige Station, die trocken bleibt. Also, wohlgemerkt, durchweg trocken. Qualifying ja nachher, also morgen für euch auch. So. Gut, rein damit. So. Jesus, gerade richtig. We think we may see some rain. ETA is about 15 minutes. Schon wieder, also so viel zum Thema, es bleibt komplett trocken. Das heißt, wir müssen schon mal wieder raus. Okay, the track is green right now, so take a few laps to get the tires up to temperature. Try and feel your way around. So, ein Alpha jedenfalls hilft schon mal raus. Wenn in 15 Minuten es anfangen soll zu regnen, dann müssen wir definitiv anfangen zu liefern.
So, den Alpha da vorne brauche ich gar nicht jetzt versuchen zu kriegen. Also wie gesagt, unser Ziel ist es hier klar natürlich unsere Rivalen zu schlagen. Science Paris, Albon. Um eine wirklich riesen Chance noch zu haben auf ein gutes Ergebnis. Mit 6 könnte theoretisch drin sein, wenn der Fahrer wäre. Albons dritter Platz natürlich im letzten Rennen, das hat es natürlich nicht einfacher gemacht. Aber jetzt muss ich liefern und will ich liefern. Und mal gucken, was dann auch nächste Woche noch drin ist. Das wird sich sowieso auf die nächste Rennwochenende vertagen. Aber schauen wir mal. Und Platz 6 in der Konstrukteurswertung soll auch noch drin sein. So, gib ihm. Versuchen wir es mal. Erster Sektor schon mal gut. Brasilien hat immer so ein bisschen, er hat auch so spektakuläre Entscheidungen. Viele WM sind ja hier entschieden worden. Ich sag nur Hamilton 2007 oder nee, 2008, Entschuldigung. Oder 2007 ist Rekord Weltmeister geworden. 2008 Hamilton, klar, hier letzte Kurve. Als er den Glock überholt hat. Und da auch zum Beispiel Sebastian Vettel 2012, als er hier gedreht wurde in der ersten Runde und dann am Ende noch den Titel holte. So, aber Kimi Räikkönen, der fährt momentan die beste Zeit, gerade mit 12,5, aber das sollte uns nicht davon abbringen, die Zeit zu packen, 10,9. Unsere Aufgabe ist, wie gesagt, ist das Ding hier heute zu wuppen irgendwie. Holen wir unser zweiten Saisonsieg in Brasilien. Kanada, wie gesagt, haben wir mit ein bisschen Glück gewonnen. Oder ähnlichen. Ja, was heißt, wenn ich mir denke. Doch, das waren die nicht Bedingungen. Wir haben ein bisschen Glück, dass Safety Car dabei, dass wir Hamilton schlagen konnten. 1, 2, 3 Podien haben wir ja auch mit drin. In Ungarn habe ich noch eins geholt und in Österreich. Und heute soll Nummer 4 folgen. Und dann hoffe ich dann nächste Saison wieder Angriff mit dem Mercedes-Motor. Das ist unser Ziel. Wenn man kriegen, so gemerkt. Wenn man finanziell passt. So, Sektor 2 sagt auch schon mal Violett. Das wird eine neue Welt. Wahrscheinlich wird eine neue Westzeit werden. C5, vielleicht nochmal Bestzeit. Sehr gut durchgekommen. Ja, das ist keine absolute Sektorbestzeit. Da war der erste Sektor deutlich besser. Nur noch ein bisschen verloren. Is forecast in just over 10 minutes time. Rain in 10 minutes. Ja, Regen in 10 Minuten, damit haben wir das. Müssen wir jetzt die Runden abfliegen. Wir haben jetzt 5 Minuten weg. Wir sind mittlerweile in der dritten Runde, aber ich ziemlich direkt raus bin. Das heißt, ich gehe nochmal in die Box, hole nochmal einen neuen Satz Soft. Ich glaube, wir dürfen nochmal Soft fahren. Ansonsten war es das hier. Die Bestzeit gegen Hamilton haben wir jedenfalls. Die kommt da nicht ran mit Medium. So, in Runde 4 nochmal mit. Neue Bestzeit war es jedenfalls. Also der Sektor wäre es gewesen. Der Sektor war Bestzeit. Weil jetzt schon anfängt zu drehen. Ne, fängt es nicht. Einmal dürfen wir noch Soft, ja. Ich knall jetzt richtig raus, was die Reifen betrifft. Nochmal rauf. Komm. Zeit nutzen. Das wird doch eine etwas fahrerisch längere Folge. Hm.
Momentan Bettzeit, Hamilton. Momentan wir die beste Vollwüste mit Sergio Perez, André Köhn und Russell. Das sind die ersten fünf. Leclerc jetzt hinter uns auf zwei. Ja, ich hoffe, dass ich den Hundemotor nächste Saison los bin. Dann kann ich den. Dann haben wir mal das neue. Wir kriegen ein neues Auto. Ich weiß noch nicht, wie es wird. So, jedenfalls machen wir uns nochmal auf eine schnelle Runde. Weil den nächsten Versuch, wenn der Viertelstunde kommt, dann brauchen wir, haben wir so 5 Minuten. Das heißt, wir haben noch 2, 3 Runden. Und dann soll der Regen kommen. Und dann hat sich das Thema sowieso erledigt. Dann gehört uns auch der Freitag. Ah, der Quersteher, der war natürlich alles andere als gut. Oder immer mal produktiv. Um hier nochmal eine Runde zu bringen. Was hinkriegen, um trotzdem die Runde irgendwie mit nach Hause zu nehmen. Eine halbe Sekunde weggeschmissen durch diesen unnötigen Versteher, meiner Meinung nach. Beim Rausbeschleunigen. So, jetzt gebe ich da mal ein bisschen Gas, was irgendwas zu machen. Vielleicht kriege ich den doch noch irgendwie gedreht. Ja. Der war dann doch zu viel. Da vorne sind direkt 2 Autos. Ich hoffe, dass wir die nicht in die Quere kommen. Ich sehe gar nicht, was es ist oder wer es ist. So gemerkt auch nicht. Schon wieder so ein Quersteher hier. Gleiche Ecke. Um rauszuschleunigen. Ja, es ist ein Mercedes und ein Ferrari jedenfalls. Aber es ist jedes Mal dieselbe Ecke. Wieder hier so. Nochmal so ein Quersteher. Ja, dann ist die Runde durch. Versuche noch mal eine gleich zu setzen. So, einfach so machen wir noch. Und dann sind wir durch für heute. Und jetzt bitte mal ohne den scheiß Quersteher. So, von mir haben wir mal vorne. Oh, das sind 3 Autos drin. Ne? Das sind Bottas und Hamilton und Vettel oder Leclerc? Hier für 2 Mercedes und ein Ferrari. Vettel ist es, Bottas vorne, Bottas da hinten davor und dann ist es auch Lewis Hamilton davor ist. Würde ich alles andere als gut, dass die da jetzt vorne. Ah, das war's. Die Runde ist jedenfalls kaputt. Ach Mann, 3 Runden hintereinander weggeworfen. Wir haben keine Reifen setzen mehr, damit ist das Thema eigentlich auch gegessen. So, ich versuche jetzt gerade mal den Vettel noch ein bisschen zu jagen. Vielleicht mit einem flachen Flügel nochmal, was die Zeit betrifft. Die wirklich... Ja, das Thema ist eh gegessen.
Wo ist der Bottas noch hier? Ja, die Runde ist hier kaputt. Ich hab's ein bisschen verpasst, in die Box zu gehen. We're low on fuel. Box in the next two laps, please. Aber es ist jedes Mal dieselbe Ecke. Es ist jedes Mal der erste Hügel, der mir eine Runde kaputt fährt. Und wieder der quetscht ja Nummer 4 jetzt hintereinander an der gleichen Ecke. Come in this lap, please. Box this lap. Mal trainieren ein bisschen fürs Rennen, damit ich dann vielleicht da weiß, dass ich das nicht kann. Und das habe ich jetzt gerade getan. Das war voll auf die Eisen. Hat gepasst. So, dann sind wir durch. 7 Runden, das haben wir viel gefangen. Der Regen wird jetzt eh gleich kommen und dann müsste das Ding auch, was die. Bis wir die dritten freie Training auch durch haben. Und zwar. Ja. Ich habe auch viel Spaß auf der Strecke, muss ich sagen. Schauen wir mal, brauchen wir die Medium nicht zu trainieren, da das Rennen sowieso gemischt im Regen stattfinden wird. Am Sonntag, damit sind wir heute, wie gesagt, komplett fertig. Okay, we haven't yet run any of our standard programs over the course of practice. It'll be a boost to car development if we can log that data, so we should do our best to do so before the end of the session. Ich denke, es sollte auch durch sein für heute. Ricciardo hat den Sektor bis zu einer 17.0, aber wir haben den zweiten Sektor mit einer Sekunde Vorsprung. Also ja, das sollte klappen. Und der Regen wird es jetzt wahrscheinlich auch dann definitiv beenden für die restlichen Fahrer. Unsere Zeit wird keiner knacken können. Oder? Kommt da nochmal einer? Kommt da nochmal ein Angriff? Hamilton auch nur auf der 10. Also momentan haben wir alles im Griff, muss ich sagen. Leclerc Bottas hinter uns. So passt es soweit, genau. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richards, Leclerc und Valtteri Bottas. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Jo, dann haben wir das Ding durch. Dreimal Platz 1. Passt soweit. Und dann sehen wir uns definitiv erst morgen schon wieder. 14 Uhr dann mit dem Qualifying. Und Sonntag haben wir dann hoffentlich spannenden Rennen. Aber jetzt erstmal sind wir raus mit dem Training. Wie gesagt, viel gefahren. Interview kriegen wir auch noch mit rein. Wie denken Sie darüber? Sie haben heute viel Zeit auf der Strecke zugebracht. Gibt es einen Grund dafür? Ja, diesmal passt das von der Zuverlässigkeit. Denken Sie, dass Sie viel aus Ihrer Rivalität gelernt haben? Klasse, das war dann alles. Ja, vielleicht kriegen wir auch ein neues Team. Müssen wir ein neues Team aussuchen. Ich weiß noch nicht, wohin. Falls wir auf dann Teamwechsel kriegen. Mal gucken. So, jedenfalls sind wir durch. Ja, das Qualifying steht als nächstes an. In Brasilien und dann schauen wir mal. Nee, wir sind ja durch jetzt. So. Ja, wie gesagt, das war ein sehr, sehr gutes freies Training. Ich bin ziemlich zufrieden, was auch die Zeiten betrifft, was auch die Abstände betreffen. Es war in einem zweiten, glaube ich, ziemlich knapp, aber im ersten war es ziemlich knapp. Im zweiten war es dann ziemlich deutlich und im dritten auch. Gut, dann sind wir durch und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht es mit dem Qualifying weiter.